Heute geht's um mein Gesellenstück, aber wir fangen erstmal vorne an. Das Holz, es redet mit mir, es will an meinem Gesellenstück teilhaben. Kannst du deine Zahlen nicht mehr lesen, oder was? Natürlich kann ich meine Zahlen lesen. Das hier ist jetzt die Vorderansicht. Hier sieht man oben, dass die Platte ein bisschen übersteht, damit man das später zwingend noch festmachen kann. Das hier ist eine Tür mit Füllung. Hier sieht man jetzt die zwei Schubladen und oben die Tür mit der Glasfüllung. Hier hinter wird später die Fräse sitzen, deshalb eine Glasscheibe, damit man die auch sieht. Und dann haben wir hier drüben praktisch nochmal die gleiche Tür. Hat schon 5 Teile. Handfest anziehen. Stopp. Damit fahren wir jetzt runter in eine andere Firma und kleben die an meine Platte. Ja.
geil, oder? Thank you.
noch eines drüber. Jetzt erkläre ich euch den Aufbau und den Sinn hinter diesem Stück. Die Türen sind innen drin hohl, 4 cm, damit Platz ist für meine Japaner. Hier habe ich Platz, um noch Werkzeug abzulegen. Vielleicht baue ich mir hier auch noch was rein für Fräser später irgendwann. Hier passen meine Systeme rein. Jetzt zu den Details. Original 13er Schlüssel, präniert. Der gleiche Griff findet sich an der Tür. Hier nochmal Dank an den Matthias. Hier befindet sich die Fräse. Nochmal ein ganz dickes Dank an den Frank. Mit Soft Close. Und hier oben habe ich noch Kupferrohre als Lüftungslöcher für die Maschine eingelassen. Hier unten habe ich noch Schubladen für andere Werkzeuge, wie zum Beispiel die Stecheisen. Und hier unten habe ich Fräser, Bohrer und alles, was das Herz begehrt. Auf der anderen Seite habe ich dann den Anknopf, noch zwei Steckdosen und einen Lichtschalter für mein Licht. Da kann ich noch Maschinen parken und hier unten kann ich noch meine zwei anderen Systeme verstauen. Damit ich auch im Stil bleibe, die Griffmulden auch in Form eines 13er Schlüssels. Innen ist ein Schlitz, der ist genau hinter dieser Box hier. Dann kann man, hier ist ein Loch, da kann man einen Staubsauger anschließen. Dann werden die Späne weggesaugt. Hier habe ich noch mein Logo, aber das hat da noch einen Sinn. Ich kann jetzt hier das Kabel drum wickeln. Und hier oben kann man dann die Fräse einstecken. Und vorne am Schalter geht die dann mit an. Zweite Dose ist für den Staubsauger, dass der direkt mit angeht. Ich denke, das hier ist ein Stück, das nicht nur einstaubt, weil es in der Ecke steht, sondern auch eigentlich noch mehr einstaubt, weil es benutzt wird.